Post ist sehr groß. Ja, sehr geehrter Herr Post, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, aber nach dieser Predigt gestatten Sie mir, dass ich Herrn Post zuerst nenne und jetzt versuche, wieder ein wenig auf den Boden des Bestattungsgesetzes zurückzukommen. Herr Post, Sie haben viel von der Kultur des Abendlandes gesprochen. Sie haben das auch im Abschlussteil mehrfach erwähnt, die Kultur des Abendlandes. Und zur Kultur des Abendlandes gehört ja auch etwas in den Bestattungskulturen, nämlich die jüdischen Friedhöfe. Und wir haben uns erklären lassen, dass die jüdischen Friedhöfe, die seit der älteste soll wohl 1000 Jahre alt sein und steht in Worms, dass diese jüdischen Friedhöfe eben halt auch eigene Erde brauchen, dass sie eigenes brauchen. Und ich fand es in diesem Zusammenhang, wenn Sie jetzt so wissend nicken und sagen, ja toll, das ist so und haben wir, dass Sie es in Ihrer ganzen Rede nicht einmal geschafft haben, von muslimischen Begräbnisstätten zu sprechen. Weil das ist ja eigentlich einer der wichtigen Punkte, zumindest aus unserer grüner Sicht, um die es jetzt hier an dieser Stelle auch geht. Sie haben zu Recht angesprochen, Herr Post, dass Bestattungskultur wichtig ist. Sie haben zu Recht angesprochen, dass es wichtig ist, Vielfalt zu repräsentieren, auch in der Bestattungskultur. Aber Sie haben sich in Ihrer Rede nicht den gesellschaftlichen Realitäten gestellt. Und diese gesellschaftlichen Realitäten sind von daher eben auch wichtig. Und dieses Bestattungsgesetz nimmt die auf, indem sie in der Form der Beleihung den Menschen es möglich macht, ihre Begräbnisstätten hier aufzubauen und zu betreiben. Wie wichtig das ist, erfährt man eigentlich immer, wenn man muslimische Vereine besucht, die immer auch danach fragen, wie und wo können wir unsere Toten hier in Deutschland bestatten. Und deswegen ist es so ein bisschen unangenehm, würde ich mal sagen, wenn Sie es nicht schaffen, also diesen wichtigen Punkt, der auch zur Vielfalt in unserer Gesellschaft beiträgt, hier offen zu benennen, während Mitglieder Ihrer Fraktion durch die muslimischen Vereine wandern und sagen, wir sorgen für euch, wir machen alles für euch. Ja, eben nicht alle. Ich möchte dann vielleicht noch auf ein Argument von Herrn Post eingehen, nämlich dass mittlerweile mehr und mehr Friedhöfe leer fallen. Gerade deswegen ist es doch für die Kommunen sehr vorteilhaft und auch für die Kirchen im Übrigen, wenn sie Begräbnisstätten, die nicht genutzt werden, auf dem Weg der Beleihung an andere Religionsgemeinschaften oder Vereine übertragen können. Das unterstützt doch die Kommunen, das hilft den Kommunen. Und das ist doch nicht so, dass das eben der Untergang des Abendlandes sei. Ich freue mich sehr, dass es dieses Bestattungsgesetz gibt. Und ich freue mich auch sehr, dass es gelungen ist, im Ausschuss über den rot-grünen Änderungsantrag die Frist zur Bestattung noch mal abzusenken auf 24 Stunden. Das kommt ja vor allem den Religionsgemeinschaften entgegen, den jüdischen und den muslimischen insbesondere, die sagen, wir brauchen eine kurze Zeit, wenn wir hier bestatten wollen. Und Bestattungen schaffen ja auch sowas wie Heimat. Und gerade deswegen ist es wichtig, wenn diese 24 Stunden dann auch genommen werden. Was ich nicht verstanden habe, aber vielleicht ist das ein Missverständnis, was sich da durchzieht. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass Sie, wie Sie über die zweite Leichenschau gesprochen haben. Wir haben in unserem Antrag auch die zweite Leichenschau angesprochen, aber aus völlig anderen Gründen. Es ist im Moment sehr schwierig für die Menschen, die ihre Angehörigen ins Ausland überführen wollen, die zweite Leichenschau in einem angemessenen Zeitraum durchführen zu lassen. Deswegen sagen wir, wir müssen eigentlich da eine Notfalloption haben über die rechtsmedizinischen Institute und wir brauchen auch noch mal Hinweise an die Kommunen, um das eine oder andere da zu verbessern. Ich möchte zum Abschluss meines Redebeitrages Ihnen ein Beispiel aus dem Bergischen Land vortragen. In der schönen Stadt Wuppertal gibt es Friedhöfe natürlich und es gibt auch sehr alte jüdische Friedhöfe und es gibt sehr alte christliche Friedhöfe und die Wuppertaler haben mir erzählt und auch mehrfach geschrieben, die waren ja auch in der Anhörung dabei,
ja, mach doch schnell das Gesetz, damit wir endlich auf dem Begräbnisfeld, was wir da noch übrig haben, was wir genau an diesem jüdischen Friedhof haben und an diesem christlichen, damit wir da schnell eine muslimische Begräbnisstätte einrichten können. Und in dem Sinne freue ich mich doch sehr darauf, dass wir dieses Gesetz heute verabschieden und dass in der Stadt Wuppertal ein interreligiöser Friedhof entstehen kann. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin.